Herzlich willkommen im Lala Lab. Hier sind wir an der Station Tonitz. Das Tonitz hier ist eigentlich eine ziemlich alte Idee. Die geht zurück auf den Schweizer Mathematiker Leonhard Euler, der sich schon vor 200 bis 300 Jahren Gedanken dazu gemacht hat, wie man eigentlich die Töne auf der Klaviatur anders, logischer ordnen kann. Die Töne sind ja der Tonhöhe nachgeordnet, aber die jeweiligen Nachbartöne passen eben nicht gut zusammen vom Klang. Das C und das Cis zum Beispiel ist ein sehr unharmonischer Klang. Und so ist es bei allen anderen Tönen auch. Das G und das Gis klingt auch alles nicht besonders schön. Die Idee hierbei war jetzt eben, die Töne der Klaviatur, der Tonleiter, mal zu ordnen. Und zwar danach, wie sie am harmonischsten klingen, nach Harmonie. Das ist natürlich was sehr Mathematisches, wo man versucht, Ordnung in so eine bestehende Struktur reinzubringen. Die Idee hier ist jetzt, dass wir hier auf dem Bildschirm das Tonnetz sehen. Und wir nehmen als Beispiel jetzt mal das C, wir beginnen bei dem C und fragen uns, welche Töne passen denn eigentlich zum C? Also welche Töne sind wohlklingend oder in der Musik nennen wir das auch konsonant. Konsonante Intervalle, die eben wir als harmonisch empfinden. Zum C gehört jetzt zum Beispiel das G, das ist die Quint. Das passt sehr gut zusammen. Ein anderes Intervall, was auch sehr schön klingt, ist zum Beispiel die Quarte. Vom C zum F. Auch die große Terz ist in der Musik heutzutage ein sehr harmonisches Intervall, was im Dur-Dreiklang vorkommt. C zum E. Oder die kleine Terz, die im Moll-Dreiklang vorkommt, C zum S. Und das Ganze geht auch nach unten, die Intervalle, große oder kleine Terz nach unten, ist dann C zum Ass und C zum A. Und so haben wir jetzt hier zum C 6 Nachbarn auf diesem Tonnetz, die alle sehr harmonisch mit dem C klingen. Die können Sie zu Hause, könnt ihr zu Hause auf dem PC auch mit der Maus bedienen oder auf einem Tablet per Touch. Und so haben wir alle 6 Nachbarn vom C sind eben wohlklingende Intervalle. Wenn wir jetzt das Ganze bei einem anderen Ton beginnen, nicht beim C, dann funktioniert es aber genauso. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, welche Töne passen denn schön zum C oder zum G oder zum F oder zum Fis, sondern können auch wieder nach den Nachbarn gehen. In diesem Fall zum Beispiel das S. Ist eben auch wieder ein harmonischer Klang. Das heißt, wir haben hier die wohlklingenden Intervalle einfach in so einer logischen Art und Weise dargestellt. Da können wir jetzt auch noch einen weiteren Schritt gehen. Wir können nämlich Dreiklänge uns betrachten. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen C-Dur-Dreiklang spielen, dann haben wir hier C, E und G. Und was eben mit diesen Intervallen noch so ist, grundsätzlich im Tonnetz, vom C aus nach oben war die Quint. Und es geht so weiter. Vom G nach oben ist das D, ist nochmal die Quint. Vom D nach oben zum A ist wieder die Quint. Und so gehen die Quinten immer nach oben, die Quarten gehen nach unten. Die großen Terzen vom C zum E gehen in dieser Richtung und die kleinen Terzen vom C zum S und so weiter gehen in diese Richtung. Das heißt, wir haben immer diese Intervallabstände dabei. Und das heißt, bei einem Dur-Dreiklang, bei dem immer die große Terz und die Quinte dabei sind, ist von einem Ton aus immer ein Ton nach oben und ein Ton nach rechts oben, das ist die große Terz. Das funktioniert eben bei allen anderen Tönen auch, zum Beispiel ein F-Dur ist auch wieder dieses Dreieck rechts oben und nach oben die Quint. Oder G-Dur
funktioniert genauso bei D-Dur. In allen Tonarten, egal wie viele Vorzeichen, Kreuze oder Bs man hat, es ist jeweils dieses Dreieck. Und so kann man auch einfach hier eins auswählen, ein Dreieck, und hat jeweils den Dur-Dreiklang. Einen Schritt machen wir noch, und zwar zum Moll-Dreiklang. Der Moll-Dreiklang ist eigentlich das gleiche, nur dass anstatt der großen Terz die kleine Terz dabei ist. Und vom C aus gehen wir eben nicht zur großen Terz nach rechts oben, sondern nach links oben. Und auch wieder die Quinte dazu. Ein C-Moll-Dreiklang in diesem Fall oder ein F-Moll-Dreiklang, auch wieder in dieser Art, und ein G-Moll. Und in diesem Fall haben wir jetzt ein Dreieck, was eben in diese Richtung zeigt. Und so können wir ganz harmonisch die Harmonie schon aus der Grafik eigentlich erschließen. Jeweils, wenn wir ein Dreieck haben, was in dieser Darstellung nach links zeigt, ist es ein Moll-Dreiklang. Und wenn es einer ist, der in diese Richtung nach rechts zeigt, das Dreieck, ist es ein Dur-Dreiklang. Und so haben wir eben die Harmonien logisch geordnet, können auch sehr viel leichter die Harmonien erkennen in der Darstellung, ohne dass wir uns über die konkrete Darstellung mit Kreuzen, mit Bs, welche Vorzeichen auch immer, rumschlagen müssen. Das ist eine schöne Station. Viel Spaß beim Rumexperimentieren.